Einen schönen guten Tag zu diesem zweiten Webcast. Nachdem wir letzte Woche uns darüber unterhalten haben, ob man Skype for Business überhaupt als Telefonanlage einsetzen kann oder im Bereich der Telefonie einsetzen kann, wollen wir uns in diesem Webcast damit beschäftigen, wie man Skype for Business mit externen Tools entsprechend weiter erweitern kann, um dann zusätzliche Lösungen zu schaffen. Ich möchte hier nochmal im Laufe der Agenda darauf eingehen, ganz kurz zusammenzufassen, Skype for Business und wirklich als Telefonanlage einsetzbar. Dann aber letztendlich schon reingehen und zeigen, wie man Skype for Business sinnvoll erweitern kann und damit zum Beispiel Teams entsprechend zusammenbringen kann. Und damit dann auch wirklich reingehen und zeigen, okay, Skype for Business kann man tatsächlich für den Ersatz einer Telefonanlage sehen und mit entsprechenden Tools so erweitern, dass einem nichts fehlt. Ja, und dann nochmal ganz kurz auf die nächsten Schritte eingehen. Wie gesagt, ich hatte letzte Woche dann schon ja herausgearbeitet, dass es verschiedene Gründe gibt, warum die Telefonanlage an sich sterben wird, aus man sich mit neuen Themen beschäftigen muss. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr neue Anforderungen aus dem Unternehmen auf einen zukommen. Das heißt, dass die Mitarbeiter zum Beispiel zusätzliche Tools benötigen für Chat, für Videoconferencing etc. Und auf der anderen Seite bei vielen Providern inzwischen die Abkündigung der ganz klassischen Telefonie auch ansteht und das Thema Voice-over-IP in den Vordergrund kommt. Damit hat man sich zu beschäftigen und wir sind beim letzten Webcast eigentlich in meinen Augen zu dem Schluss gekommen, Skype for Business kann in der Grundinstallation schon sehr viele Funktionalitäten übernehmen, die in der Tele die Telefonie dann entsprechend abbilden lassen. Natürlich ist es so, dass man nicht eins zu eins jetzt Telefonanlage in ein Tool wie Skype for Business einbindet oder abbildet, sondern dass man wirklich sehen muss, man hat ein System, mit dem man Telefonie entsprechend abbilden kann. Es ändern sich unter Umständen einfach bestimmte Dinge, bestimmte Arbeitsabläufe, die anders dargestellt werden. Wichtig ist es aber auch zu sehen, ich habe letzte Woche einen Facebook-Eintrag gesehen, wo man dann letztendlich unterm Strich rauskam, also wie kann man mit einem Tool wie Skype for Business überhaupt Telefonie abbilden wollen? Das ist ja ein richtiges Lochwerk, das kann ja gar nichts. Ich glaube, vieles lässt sich daraus erklären, wenn man die Historie anschaut, dass Skype for Business sich wie andere Tools auch über die Jahre entwickelt hat. Gehen wir 10 Jahre zurück. Vor 10 Jahren mit Office Communication Server 2007 hat die Reise im Endeffekt für Microsoft begonnen. Man hat dort erstmal auf die Grundthemen konzentriert, ist hingegangen und gesagt, okay, wir brauchen Instant Messaging, wir brauchen Präsenzanzeigen und wir brauchen natürlich die ersten wichtigsten Voice, das heißt Telefoniefunktionalitäten und das Ganze soll am besten die Messaging-Bereich, den Synchron-Messaging-Bereich komplett abbinden. Nach Microsofts eigener Einschätzung hat man dort ungefähr 71% der Telefoniefunktionalitäten integriert gehabt, ist dann weitergegangen. Office Communication Server 2007 R2 hat man dann neue Funktionalitäten eingeführt, wie zum Beispiel das SIP-Trunking und solche Dinge und Dial-in-Audio-Conferencing ist dann mit Link 2010 und Link Server 2013 eigentlich dorthin gekommen, dass man sagt, okay, damit hat man 100% der Funktionalitäten abgebildet, die man für die Standardtelefonie braucht. Natürlich gibt es auch weiterhin Punkte, die Spezialanwendungen sind, zum Beispiel Callcenter-Anwendungen, die dann aber entsprechend über Tools eingebunden werden können. Ganz neu an Bord in den letzten ja, halben, Dreivierteljahr ist zum Beispiel Busy on Busy gekommen. Heißt nichts anderes als das Besetzzeichen. Bisher ist man damit umgegangen, typisch amerikanisch zu sagen, wenn jemand spricht, dann wird nicht automatisch nach außen signalisiert, dass derjenige besetzt ist, sondern der Teilnehmer bekommt signalisiert, es kommt ein zweiter Anruf rein und er kann entscheiden, was er mit diesem Anruf machen kann, ob er ihn im Endeffekt beantworten möchte und damit den anderen Anruf parkt oder ob er sagt, nee, auf meine Mailbox weiterleiten oder beispielsweise auch möglich mit einem Chat antworten und den Anrufer entsprechend zu vertrösten. Das heißt hier einfach eine ganz andere Art und Weise, wie man mit Anrufen umgeht und wurde aber auf das Kundenfeedback hier reagiert.
Das heißt, aus dem deutschen Markt gerade wurde immer wieder gefordert, dass es auch möglich sein sollte, ein Besetztzeichen zu bekommen. Bisher dann über einen Anbieter oder über Anbieter abgedeckt. Gab eine ganze Reihe von Anbietern hier auf dem Markt, die das Thema, sich des Themas angenommen haben. Unterm Strich nun im Produkt auch direkt verankert. Der letzte Schritt, den Microsoft hier angekündigt hat, oder die letzte Neuerung, letztes Jahr 2017 im September auf der Ignite in Amerika, war, dass Skype for Business Online im ersten Schritt mit Microsoft Teams verschmelzen soll und immer mehr Features aus Skype for Business in Microsoft Teams integriert werden sollen und dann letztendlich Skype for Business Online als eigenständiges Tool verschwinden wird und komplett in Microsoft Teams integriert sein wird. Ganz kurz als Nebenbemerkung hat bei vielen unserer Kunden dazu geführt, dass man angenommen hat, dass das bedeutet, dass Skype for Business an sich tot ist. Dem ist aktueller Stand nicht so. Microsoft wird weiterhin auch eine On-Premise-Version mit Skype for Business bereitstellen, sodass man hier auch entsprechend Skype for Business abbilden kann. Wird sich also nur in dem Online-Bereich einfach eine Verschmelzung der Produkte ergeben, die auch ihre Vorteile hat. Werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt mal einen Webcast dazu anbieten. Wenn man jetzt als Kunde sich das ganze Thema anschaut, dann ist natürlich die Frage, wie sieht eine Roadmap für mich aus, wenn ich mich für Skype for Business entschieden habe? Das ist jetzt hier letztendlich mal ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte. Das heißt, man beginnt klassisch mit der Ablösung der Telefonanlage. Hier ist meines Erachtens auch der höchste Druck, weil die Provider ja angekündigt haben, dass ISDN nicht mehr weitergeführt werden wird, sondern bei einzelnen Providern schon Ende 2018, bei anderen Providern bis in das Jahr 2022 hinein, dann eine Umstellung auf Voice-over-IP stattfinden wird. Das heißt, hier geht man wirklich hin und sagt, okay, man löst die Telefonanlage erstmal ab und etabliert auch die klassischen neuen Features, die Skype for Business zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel dann Chat-Funktionalitäten und Audio- und Videokonferencing. Wenn man diesen Schritt vollzogen hat, geht es natürlich dann rein zu sagen, okay, was kann ich jetzt mit so einem Tool eigentlich noch weiteres tun? Wie kann ich dann Lösungen für mich abbilden und da reinzugehen, beispielsweise schon die ersten kleinen Dinge zu tun, wie zentrale Rufnummern für zum Beispiel Support einzuführen und kleine Workflows einzuführen. Im nächsten Schritt kann man dann weitergehen, das Ganze entsprechend ausweiten, vielleicht auch zum Beispiel die Calls skill-based, das heißt, je nachdem, was Ihre Agenten im Callcenter an Vorkenntnissen haben, Anrufe zuordnen und ganz am Schluss entsprechend die Geschäftsprozesse vielleicht auch noch erweitern um Lösungen, die heute noch gar nicht in der Art und Weise in der Überlegung gestanden sind mit der Ablösung der Telefonanlage. Man zum Beispiel sagt, man integriert nun das Tool, was in der synchronen Kommunikation praktisch das zentrale Tool geworden ist und bringt für Kunden zum Beispiel entsprechend die Schnittstelle auf die Webseite, sodass auch mein Support, mein Vertrieb über die Webseite direkt erreichbar ist und man dann ganz andere Ansprache zum Beispiel der Kunden zur Verfügung stellen kann. So, wie schaffen wir es jetzt aber letztendlich den ersten Schritt zu machen, das heißt Kunden und Team zu verbinden? Ich denke mir, das klassische Szenario, das man immer wieder bei den Kunden auch heute noch antrifft, sieht so oder so ähnlich aus. Das heißt, man hat Mitarbeiter, die sich mit bestimmten Themen auskennen und es gibt andere Mitarbeiter, die, wenn sie ein Problem haben, genau wissen, welchen Mitarbeiter sie kontaktieren müssen. Und so nach dem Hey-Joe-Prinzip, ich weiß, dass du das weißt, dann entsprechend immer auf die gleiche Person losgehen. Die wird mir schon irgendwie helfen. Führt dazu, dass die Person dann, die hier angesprochen wird, sehr häufig aus dem Telefonieren gar nicht mehr rauskommt und eigentlich nicht mehr ihre eigentliche Tätigkeit tut, sondern nur noch auf diese direkten Anrufe reagieren muss. Bei den Kollegen, die genau diesen einen Ansprechpartner immer haben wollen, vielleicht auch der Frust irgendwann mal eintritt, weil der andere Kollege ja permanent besetzt ist und man gucken muss, wie erreiche ich den jetzt an irgendeiner Art und Stelle. So, oder aber man hat große Verteiler und es werden viele, viele Leute parallel angerufen. Anderes Beispiel, wie Support heute auch funktioniert, ist,
Man schickt an zentralen E-Mail-Verteiler entsprechend eine Mail. In meinen Augen ganz großes Problem an der Stelle. Ich erreiche nicht sofort jemanden, beziehungsweise ich weiß nicht, arbeitet jetzt jemand an meinem Problem oder muss ich unter Umständen da 24 Stunden warten? Das Einzige, was ich vielleicht noch zurückbekomme, ist, freut mich, dass du dich an die Hotline gewendet hast. Wir bearbeiten dein Problem. Dritte Möglichkeit, und die ist letztendlich in meinen Augen ähnlich wie die zweite Möglichkeit, ist, man hat eine Webseite nach dem Motto, hey, wende dich dort rein, dort kannst du dann dein Problem beschreiben. Unter Umständen werden dann schon die ersten Hilfetexte angeboten nach dem Motto, Kollegen, die ein ähnliches Problem hatten, ja, werden oder haben sich mit dieser Information weitergeholfen und konnten entsprechend ihr Problem lösen. Aber auch hier wird dann sehr häufig das Ganze asynchron weiter behandelt. Das heißt, es wird auf der Webseite beantwortet oder es wird per E-Mail beantwortet. Ich sehe aber nicht sofort, wie der Status meiner Anfrage ist. Das heißt, alle diese Lösungen haben eigentlich in meinen Augen zwei Krücken. Das eine ist, ich als derjenige, der ein Problem hat oder der eine Anfrage hat, bin nicht synchron eingebunden, sehe nicht, wie der Status meiner Anfrage ist, sondern muss warten, bis irgendwo sich irgendetwas tut. Das kann sich über Tage ziehen. Und als derjenige, der im Support sitzt, kann ich unter Umständen sehr schnell in die Lage kommen, dass mich die Kollegen mehr beanspruchen als zum Beispiel einen anderen Kollegen, der vielleicht neu in dem Thema ist oder aber noch nicht so bekannt im Unternehmen ist. Natürlich auch schwierig für den Abteilungsleiter, weil er gar nicht so direkt kontrollieren kann, wie ist denn die Auslastung der Leute, weil er sieht vielleicht, dass die Leute telefonieren, aber letztendlich sieht er nicht die genauen Zahlen und kann auch da dementsprechend nicht darauf reagieren. Dafür bietet Sky for Business selbst schon eine Lösung an, die sogenannten Response Groups. Das heißt, hier wird eine Möglichkeit geschaffen, wie ich mit bestimmten Warteschleifen umgehen kann. Es werden unterschiedliche Prinzipien, wie eine Warteschleife abgehandelt werden kann, angeboten. Ganz wichtig ist, das arbeitet dann entsprechend präsenzbasiert. Das heißt, es werden nur Leute innerhalb einer Warteschlange angesprochen, die jetzt auch tatsächlich verfügbar sind und dann in bestimmten, entweder seriell oder parallel, entsprechend angesprochen, um den nächstfreien Kollegen zu erreichen. Damit schaffe ich schon mal das eine Prinzip, da ich sage, es wird nicht immer der gleiche angesprochen, sondern ich habe einen Sammeltopf und aus diesem Sammeltopf werden dann die Kollegen angesprochen, die jetzt gerade Zeit haben. Da kommen dann zusätzliche Funktionalitäten wie Musik on Hold dazu, die dann die Wartezeit sozusagen entsprechend ja, verkürzen sollen oder angenehmer gestalten sollen. Es kommen Möglichkeiten dazu, wie die Auswahl von Rubriken über direkt die Telefontastatur. Das heißt, ich kann solche Menüs anbieten, die nach dem Motto funktionieren. Wählen Sie die 1, wenn Sie mit dem Technik sprechen wollen. Wählen Sie 2, wenn Sie den Vertrieb sprechen wollen. Wählen Sie 3, wenn Sie Fragen zur Abrechnung haben. Das heißt, die Interactive Voice Response ist entsprechend integriert. Das Ganze basiert dann auf entsprechenden Workflow-Vorlagen, die genutzt werden können und auch entsprechend abgehandelt werden können. Das sind Grundfunktionalitäten, die in Skype for Business schon verfügbar sind, die für viele Anwendungsfälle schon ausreichen, manchmal ein gewisses Manko haben, beispielsweise wenn es in die Richtung geht, ich möchte ein sehr ausgefeiltes Reporting haben oder ich möchte ein weitergehendes Routing haben, zum Beispiel, dass ich auf den Fähigkeiten der Mitarbeiter dann auch mein Routing aufbauen kann. Ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe einen Mitarbeiter, der kann sowohl technische Fragen beantworten, ist aber auch vertrieblich ganz gut. Das heißt, wenn unter Umständen alle meine technischen Ansprechpartner im Gespräch sind, dann wäre das noch ein Kollege, auf den man ausweichen könnte, aber nur dann, wenn alle anderen im Gespräch sind. Solche Dinge, das heißt skillbasiertes Routing, auch das wird hier sozusagen nicht wirklich angeboten. Und dafür gibt es dann entsprechende Lösungen. Wir setzen an der Stelle die Lösung von Luware ein, entweder den Teammanager oder den Lux-Server. Das Schöne an der Sache ist, das Ganze integriert sich entsprechend in Skype for Business. Das heißt, die Hotline taucht auch in Skype for Business auf und kann vom Mitarbeiter oder Kollegen direkt in Skype for Business entsprechend ausgewählt werden und taucht dann als Ansprechpartner auf. Ich sehe den Präsenzstatus entsprechend. Aber, und das ist wichtig auf der anderen Seite, für den Kollegen sieht der Agent dann auch ganz normal in Skype for Business, dass ein Anruf entsprechend reinkommt und dieser Anruf dann von ihm entgegengenommen werden kann. Auch hier können dann weitere Workflows etc. hinterlegt werden.
spannend wird das Ganze jetzt, dass wirklich alle Kommunikationskanäle eingebunden werden können. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel über einen Chat starten. Dann wird der Kollege über den Chat ganz normal auch abgehandelt. Es werden hier entsprechend Antworttexte hinterlegt. Und sobald derjenige, der Hilfe sucht, dann ausgewählt hat, ja, ich möchte hier mit dem technischen Support reden, ich möchte, habe eine Rückfrage, ich habe eine Reklamation, wird dann nach dem entsprechenden Ansprechpartner gesucht. Und wie man dann sieht, das ist jetzt das letzte hier unten, ein Screenshot, wie sich das Ganze bei dem Agenten öffnet, der den Chat angenommen hat. Der sieht also, von wem kommt der, was hat der bisher eingegeben und kann entsprechend darauf zurückgreifen, was hier alles schon passiert ist. Vielleicht hat er ja im Vorfeld schon andere Dinge versucht oder schon viel mehr Inhalt reingeschrieben. So, das bietet dann entsprechend viele, viele Möglichkeiten, angefangen davon, dass es sich komplett in Skype for Business integriert. Das heißt, für den Agenten es keinen Unterschied macht, ob er in der Warteschleife tätig ist oder ob ein ganz normaler Benutzer im Netzwerk ist. Es ist immer für ihn der Skype for Business Client. Auf der anderen Seite bietet es Möglichkeiten, die dann die Arbeit in vielen Richtungen auch erweitert oder weitere Informationen ermöglicht. Ich habe drei Beispiele aufgeführt. Das RONA, das ist eine ganz spannende Geschichte, hier einmal für Auswertungen zu nutzen, aber letztendlich auch, um dem Mitarbeiter auch mal Auszeit in Hochkommata zu gewähren, ist ganz einfach der Punkt zu sagen, der Mitarbeiter hat vielleicht doch noch an irgendeiner Stelle etwas, was er machen muss, hat vergessen, sich sozusagen zu pausieren in Hochkommata. Dann wird nach einer gewissen Wartezeit, die ich einstellen kann, er auf RONA gesetzt. Bedeutet, dass er vom System erstmal nicht angesprochen wird, sondern erst dann, wenn er diesen RONA-Status zurücksetzt. Dieser RONA-Status kann auch dann von dem Supervisor zurückgesetzt werden, das heißt einem Benutzer, der sozusagen für diese Warteschlangen oder für zuständig ist und entsprechend die Kontrolle darüber hat. Auch der kann hingehen, kann sagen, ich möchte jetzt aber, dass der Kollege wieder aktiv wird und kann sozusagen dem seine Auszeit entsprechend auch zurücksetzen. Zweite Variante, die man hier einplanen kann, ist die sogenannte After-Call-Work. Das sehen Sie in der Mitte, ACW. Ich kann im System einstellen und dahinterlegen, dass ein Mitarbeiter nach einem Anruf, den er getätigt hat oder entgegengenommen hat, eine gewisse Zeit eingeräumt bekommt, beispielsweise um in einem anderen System dann Informationen zu pflegen, beispielsweise im CRM-System den Anruf des Kunden festzuhalten und zu dokumentieren. Ich kann auch auf der anderen Seite, das nur am Rande bemerkt, in diesem Tool natürlich integrieren, dass in dem Moment, wo der Anruf reinkommt und der Agent den Anruf auch entgegennimmt, er Informationen aus dem CRM-System auch schon präsentiert bekommt und direkt auch die Brücke in das CRM-System bekommt. Wichtig ist aber, dass ich hier vom System her einstellen kann, der Mitarbeiter hat nach einem Gespräch eine gewisse Zeit, in der er nicht erreichbar oder nicht gestört werden soll und auf dem System nicht angesprochen werden soll. Wir haben es jetzt hier zum Beispiel so eingestellt, dass es auch diesen Erweitern-Button gibt. Das heißt, wenn der Agent merkt, in den hier eingeräumten 2 Minuten kann er die Arbeit nicht erledigendes eintragen, weil es ein etwas komplizierteres Gespräch, ein etwas längeres Gespräch war, dann kann er es entsprechend nochmal um eine Zeit X erweitern, die auch vom Supervisor hier eingestellt worden ist. Was Sie dann als weiteren Teil haben, ist das, was Sie im unteren Screenshot auch noch sehen, dass ich die Möglichkeit habe, Codes schon zu belegen oder vorzubelegen, mit dem der Agent in der Lage ist, den Call, den er gerade abwickelt oder abgewickelt hat, zu klassifizieren. Das heißt, um was ging es? Ging es um ein Beratungsgespräch? Ging es um ein Supportgespräch etc.? Das heißt, er kann nochmal mit vordefinierten Codes das Ganze klassifizieren. Das hilft natürlich am Schluss auch im Bereich der Auswertung. Das Zweite, was hinterlegt werden kann, ist ein sogenannter Cross-Selling-Code. Das heißt wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, aus dem Gespräch ist rausgekommen, dass wir vielleicht nochmal mit der Winteraktion auf den Kollegen reagieren sollten. Oder Cross-Selling, wir haben festgestellt, der braucht ein Wartungspaket und das kann dann entsprechend auch weiterverfolgt werden. Diese Codes, die hier auswählbar sind, sind frei definierbar. Das heißt, werden im System definiert und können dann der entsprechenden Warteschlange zugeordnet werden. So, ich hatte vorher schon gesagt, mit Lux von Luware wird es möglich, auch entsprechende Skill-Bereiche
basierte Routings einzurichten. Dazu muss ich natürlich die entsprechenden Skills überhaupt erstmal definieren. Sie sehen jetzt hier eine Beispielkonfiguration, wo man sagt, okay, es gibt bestimmte Bereiche, über die ich meine Agenten zuordnen möchte, dass ich zum Beispiel sage, könnte der Kundentyp eine Rolle spielen? Das heißt, ist es ein Partner, der hier anruft, ein Reseller? Ist es ein Geschäftskunde oder ist es ein Privatkunde? Weil manch ein Kollege, der mit Privatkunden sehr, sehr gut umgehen kann, kann vielleicht weniger gut im Geschäftskundenumfeld unterwegs sein oder andersrum. Dann vielleicht könnte die Sprache für eine gewisse Warteschlange auch eine Rolle spielen. Oder möchte ich zumindest in bestimmten Bereichen einfach festlegen, es sollen die entsprechend englisch sprechenden Kollegen hier erstmal bevorzugt werden, die sehr gut Englisch sprechen und vielleicht erst im zweiten Schritt die Kollegen, die weniger gut die Sprache sprechen. Unten das Beispiel, das ist das, was jetzt hier ausgewählt worden ist. Sehen Sie, dass man zum Beispiel sagt, es gibt eine Hotline und es gibt einen Vertrieb. Der Kollege, der hier ausgewählt ist, der ist ein High Performer oder ein sehr, sehr guter Mann, was die Hotline betrifft, aber ist unter Umständen nicht der Star, wenn es um den Vertrieb geht. Das heißt, nur dann, wenn im Vertrieb wirklich gar niemand zu erreichen ist, dann soll er sozusagen auch noch gezogen werden, um letztendlich einen Anruf eines Kunden nicht zu verlieren. Aber vorrangig soll er gezogen werden, wenn ein Hotline-Gespräch reinkommt. So, habe ich diese Skills bei den Benutzern definiert, muss ich natürlich jetzt auch bei der Warteschleife noch eine Möglichkeit haben zu sagen, wie wird das Ganze jetzt zugeordnet? Und Sie sehen hier, dass ich im Endeffekt genau jetzt diese Möglichkeit habe, dass ich sage, okay, für einen bestimmten Bereich ist jetzt erstmal derjenige zu ziehen, der für diesen Bereich das High Flag gesetzt hat. Dann nach 10 Sekunden, wenn keiner der Kollegen, die dort so gefleckt sind, erreichbar ist, dann soll das Ganze ausgeweitet werden und auch diejenigen, die diese Eigenschaft mit Medium gekennzeichnet haben, sollen hinzugezogen werden. Parallel natürlich weiterhin die High-Kollegen auch versucht werden zu erreichen. Und wenn nach 30 Sekunden dann entsprechend immer noch niemand erreichbar ist, dann soll entsprechend hier auch die Leute herangezogen werden, die hier den Eintrag auf Low stehen haben, aber immerhin noch für diesen Bereich entsprechend gewählt werden können. So dass ich hier eine sehr schöne Möglichkeit habe, auf der Basis von den Skills die entsprechenden Mitarbeiter zu finden und auch in einem Engpass sagen zu können, hey, wenn jetzt die wirklich für diese Hotline zuständigen Mitarbeiter nicht mehr erreichbar sind, kann ich unter Umständen noch ein Rückfallsszenario entsprechend entwerfen. So, das Ganze hängt bei Lux entsprechend an den Services und ein Service wird dann definiert über die verschiedensten Punkte. Ich habe mal ein paar gehighlightet hier an der Stelle. Beispielsweise den Distribution Policy. Hier geht es wirklich jetzt darum zu sagen, ich habe die Skills. Die Skills werden in eine Distribution Policy zugeordnet und diesem Service ist nun diese Distribution Policy zugeordnet. Sie haben vorher gesehen, wie E3 Support war eine dieser Policies, die genau dann gesagt hat, High geflaggt ist für diesen Service, soll als erster gezogen werden, wer dann eher mit Medium geflaggt ist, soll erst nach 20 Sekunden und so weiter gezogen werden. Das ist genau das, was die Policy hier sagt, wird diesem Dienst zugeordnet und damit habe ich eigentlich schon die Verknüpfung geschafft. Das zweite ist, sehen Sie hier, ich kann jetzt dem entsprechenden Service auch einen dedizierten Workflow zuweisen. Ein Workflow heißt hier wirklich die Möglichkeit zu sagen, wie wird dieser Dienst abgearbeitet und wie wird die Verbindung zwischen dem Anrufer und dem Mitarbeiter hergestellt und was muss da unter Umständen zwischendrin alles passieren. Das zeige ich Ihnen entsprechend nachher noch. Ganz wichtig ist die Culture-Einstellung, weil zum Beispiel dann ich dann auch Ansagen entsprechend der Spracheinstellungen durchgeschalten werden können. Das heißt, wenn dieser Service auf Deutsch eingestellt ist, kann ich dann beispielsweise bei den Ansagen auch wählen, wähle mir nur die deutschsprachige Ansage hierzu. Das ist also dann sozusagen im Workflow ein ganz wichtiger Punkt, über den ich hier reingehen kann. Weitere Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann für jeden Service eine eigene Musik on Hold Playlist hinterlegen. Das heißt, ich bin nicht festgelegt auf eine Standard-Playlist, sondern ich lege je nachdem für verschiedene Services eine eigene Musik on Hold Playlist fest, sodass zum Beispiel der Vertrieb unter Umständen was anderes bekommt als der Support oder die Technik.
Was ein ganz spannendes Szenario ist, ist dieses Last Agent Routing, in dem ich wirklich hingehen kann, sagen kann, wenn der Kunde innerhalb einer gewissen Zeit, jetzt hier eingestellt zum Beispiel von 3 Stunden, sich nochmal meldet, identifiziert über die SIP-Adresse oder die Telefonnummer, dann soll versucht werden, die wieder dem gleichen Agent weiterzugeben oder zuzuweisen, der den Kunden hier an der Stelle schon mal innerhalb der letzten 3 Stunden gesprochen hat, hilft dem Kunden natürlich, weil er muss seinem Gesprächspartner nicht nochmal die gesamte Leidensgeschichte erklären, sondern kann sagen, hey, wir haben doch vor einer halben Stunde über das Thema gesprochen. Sie haben gesagt, ich soll das und das tun, habe ich gemacht, hat nicht funktioniert, können Sie mir nochmal weiterhelfen. Verkürzt also sozusagen auf der einen Seite den Leidensweg des Kunden unter Umständen, auf der anderen Seite hilft es auch dem Agenten, der ja den Kunden eigentlich schon kennt und damit den Kunden auch ganz anders ansprechen kann. Dann hatten wir schon After Call Work, das war das, was ich vorher angesprochen hatte, zu sagen, wenn der Agent sein Gespräch beendet hat, bekommt er eine gewisse Zeit eingeräumt, die er bekommt, um seinen Call dann auch zu dokumentieren oder irgendwelche Dinge zu tun, wie eine E-Mail zu schreiben oder weiß Gott was, was eben in der Nachbereitung notwendig ist. Und Sie sehen hinten dran aber auch die Möglichkeit, Maximum Extended ACW, das heißt wirklich zu sagen, wenn er auf die Zeit verlängern klickt, wie lang kann das maximal gehen? So, auch das hatte ich kurz schon erklärt. Die unteren beiden Punkte, Task Completion Codes und Cross-Selling Codes. Das heißt, Sie können jetzt hier aus einer Liste von Ihnen definierten Task Completion Codes oder Cross-Selling Codes wählen und sagen, in diesem Service werden diese Task Completion Codes benötigt oder auch die Cross-Selling Codes entsprechend benötigt. Die können Sie hier zuordnen und damit sind die für den Mitarbeiter während des Gesprächs auswählbar. Eine sehr, sehr spannende Geschichte ist der Callback-Service. Das heißt, hier wirklich zu sagen, ich kann unter bestimmten Umständen dann dem Anrufer signalisieren, die Wartezeit ist zu hoch, möchtest du unter Umständen zurückgerufen werden? Ich zeige Ihnen danach auch gleich nochmal ein Beispiel aus dem Workflow und hinterlege jetzt hier tatsächlich, wie das ganze Thema aussehen soll oder wird, das heißt, wie lang die Wartezeit maximal sein soll und, um diesen Call entsprechend zuzuordnen. Das Schöne an der Sache ist, der Kunde sagt ja, möchte ich haben, dann wird dieser Call genau gleich in die Queue eingehängt, wie ein Call, der neu reinkommt, sodass der Kunde dann auch entsprechend oder der Anruf entsprechend verteilt wird über die ganz normale Queue und nicht irgendwo dann sozusagen diese Anfrage weitergeleitet wird und dann ein einzelner Mitarbeiter dafür zuständig ist, sämtliche Callbacks dann durchzuführen. So, was ich schon gesagt hatte, ich kann in Lux entsprechend sehr ausführliche Workflows hinterlegen. Ich habe jetzt hier ein ganz einfaches Beispiel mal, das ich gewählt habe, wie so ein Workflow aussehen kann. Ich möchte es ganz kurz erklären vom Flow her. Was haben wir hier an der Stelle? Wir haben, wenn man hier oben reinkommt, man hat sozusagen den Startpunkt, der dort den Call signalisiert. Der Call wird von der Queue angenommen, das heißt, es ist eine bestimmte Rufnummer angerufen worden. Und das Erste, was er tut, er geht rein, der Workflow, und sagt, ich schaue mal im Kalender nach, ist die Hotline zu dem Zeitpunkt überhaupt besetzt? Hab dann mehrere Dinge, werden wir nachher nochmal sehen, zum Beispiel Standardausgang bzw. Hotline ist offen. Daraufhin kann ich entsprechend reagieren oder wenn die Hotline nicht offen ist, kann ich eben rausgehen, kann irgendwas anderes tun. So, in dem Fall, Hotline ist offen, gehe ich hier rein, sage ich, platziere eine Ansage wie willkommen bei unserer Hotline und platziere dann oder schaue nach, gibt es zum Beispiel eine Sondermeldung. Das ist eine Möglichkeit, wo man reingehen kann und sagen kann, ich habe keinen statischen Teil, sondern in einem bestimmten Fall, wie zum Beispiel unser gesamtes Serviceteam ist momentan in einem Training. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an, wäre das eine Sondermeldung oder aber beachten Sie bitte unsere nachweihnachtliche Aktion. Hier können Sie nochmal ganz toll irgendwelche Prozente rausholen. So, wenn die Sondermeldung aktiv ist, wird diese Ansage entsprechend nach außen gegeben. Wenn nicht, kommen wir in ein nächstes Fenster rein oder nächsten Schritt rein. Sie hatten vorher gesehen, dass bei dem Chat zum Beispiel die Auswahl war, wählen Sie 1, 2, 3 und 4, je nachdem, ob Sie den Vertrieb wollen, ob Sie den Versandservice wollen, ob Sie technische Hotline wollen oder ob Sie die Reklamation wollen. Das ist genau das, was hier passiert. Hier biete ich jetzt ein Auswahlmenü an, das entweder gesprochen wird oder eben dann im Chat ausgeworfen wird und ich warte sozusagen auf die Eingabe des Kunden.
Je nachdem, was der Kunde eingibt, verzweige ich in entsprechende weitere Möglichkeiten. Beispielsweise hier, dass ich sage, wenn jetzt Vertrieb ausgewählt wird, dann gehe ich mit Result 1 raus. Das heißt, ich mache eine Ankündigung wie danke für Ihre Auswahl. Sie werden jetzt nun mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden und gehe dann letztendlich in die entsprechende Queue rein, die jetzt für den Vertrieb zuständig ist. Oder ich sage, ich konnte es einfach nicht erkennen und es ist auch ein Timeout in der Zwischenzeit aufgetreten. Das heißt, obwohl der Kunde mehrfach aufgefordert worden ist, eine richtige Eingabe zu machen, ist da nichts Eindeutiges rausgekommen, dann gebe ich das an eine definierte Queue weiter oder. Das heißt, ich definiere hier abhängig von dem Kunden, von der Kundenauswahl, wie es weitergeht. Schauen wir uns jetzt mal an, wie es aussieht, wenn jetzt das ganze Kunde hat zum Beispiel die 3 gewählt und kommt damit in den Support. Wie sieht das Ganze im Support aus? So, Sie sehen, dann wird das Ganze etwas komplexer, wobei Teile können Sie wieder erkennen, die wir schon vorher besprochen haben. Jetzt kommt praktisch wieder der Teil rein. Das Ganze wird angenommen, das Gespräch. Es wird geschaut, gibt es einen Emergency Case, das heißt, gibt es wieder eine Sonderansage? Wenn ja, dann wird die entsprechend abgespielt. Es wird zusätzlich hier dann noch wieder die entsprechende Arbeitszeit gecheckt. Ist der Service überhaupt aktiv oder ist im Kalender irgendwie ein Eintrag drin? Und Sie sehen, dass hier jetzt zum Beispiel eine weitere Abzweigung ist, nämlich National Holiday. Das heißt, gibt es hier Feiertage, die mit reingeben? Das gibt eine andere Ansage als zum Beispiel hier an der Seite, wo man sagt, es ist geschlossen. Wo man dann sagt, okay, wenn es geschlossen ist, dann soll zum Beispiel angesagt werden, Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Im anderen Fall wird unter Umständen ausgegeben, wir haben heute einen nationalen Feiertag. Sie erreichen uns wie gewohnt ab morgen wieder um so und so viel Uhr. So, wenn die Hotline offen ist, geht es entsprechend weiter, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt hier rein und schaue, wie sieht zum Beispiel die Wartezeit des Kunden an. Wir gehen jetzt hier in die Current Queue Duration rein. Das heißt, wir gucken uns an, wie sieht die durchschnittliche Wartezeit eines Kunden wahrscheinlich aus. Das heißt, wir gehen hier wirklich rein. Wir könnten auch die Queue Position uns anschauen. In dem Fall haben wir die Duration gewählt, haben gesagt, okay, wenn der Kunde länger als 4 Minuten warten muss, dann passiert etwas anderes. Wenn er kürzer als 4 Minuten warten muss, voraussetzlich, dann wird er entsprechend direkt mit einem Agenten verbunden werden. So, was passiert? In dem Fall ganz kurz gezeigt. Wenn er kürzer als 4 Minuten warten wird, geht das Ganze hier raus auf den Default und wird versucht, mit dem Agenten zu verbinden. Wenn er länger warten muss, dann kommt hier eine ganz spannende Geschichte rein, dass man nämlich jetzt auch sagen kann, ich schaue mal an, woher kommt der Anruf und kann zum Beispiel festlegen, dass wenn es ein Anruf ist, der sozusagen in meinem Land stattfindet, jetzt in dem Fall Deutschland, dann biete ich dem Kunden einen Callback-Request an. Das heißt, ich biete ihm an, Ihre Wartezeit ist länger als 4 Minuten. Ich weiß, Sie kommen aus Deutschland. Ich würde Ihnen anbieten, entweder wir rufen Sie zurück und besprechen mit Ihnen das Problem, wegen dem Sie angerufen haben, oder aber wenn der Kunde auswählt, nee, ich möchte nicht zurückgerufen werden, dann wird das Ganze beendet. Das heißt, ich habe hier viele, viele Möglichkeiten in so einem Workflow wirklich zu definieren, wie der Flow eines Calls entsprechend aussieht. Wenn Sie sich nochmal daran erinnern, was wir ganz am Anfang gesagt haben über die verschiedenen Stadien, durch die ich mich bewege, dann bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt sozusagen die zweite Säule mit den ganz einfachen, ich habe ein Support-Team aufgestellt, kann das erreichen. Die dritte Säule, ich kann einen sehr komplexen Workflow da hinten dran legen und kann über Skill-Based Routing dann auch noch entscheiden, welcher Mitarbeiter dann entsprechend den Anruf zugestellt bekommt. Die vierte Säule war, dass ich ganz neue Lösungen hier erstellen kann. Und das ist hier ein Beispiel, das Sie sehen können, wo ich genau das tue, dass ich hier auf der Webseite zum Beispiel die Verzweigung oder die Möglichkeit anbiete, zu sagen, hey, ich habe hier verschiedene Ansprechpartner in meinem Unternehmen. Das kann aber auch zum Beispiel verschiedene Teams sein. Und ich symbolisiere jetzt auch noch über die Bildchen, ist derjenige verfügbar oder ist die Queue verfügbar oder ist sie nicht verfügbar.
Wie ist es hier gemacht? Das ist die Webseite der Luwer Direkt. Hier ist es so gemacht, der Philipp ist ja nicht erreichbar, ist grau. Der Michael ist zwar angemeldet am System, aber spricht gerade, das heißt, ist gerade am Telefon. Der Christian hier ist gerade abwesend, das heißt, deswegen zeigt er mir den Rücken. Und zum Beispiel der Adrian bzw. der Christoph sind entsprechend erreichbar, deswegen gucken die einen auch an. Der Rahmen ist grün. So, und je nachdem, was hier sozusagen möglich ist, werden mir auch die Aktivitäten angeboten. Das heißt, aus der Webseite heraus kann ich einen Chat beginnen, ich kann eine Audiokonferenz beginnen, ich kann eine Videokonferenz beginnen und kann dann entsprechend mit demjenigen, ohne meine Webseite zu verlassen, als Kunde in Kontakt treten, kann sagen, ich fange hier erstmal mit einer Message an. Die wird dem Christopher Zier dann in dem Fall direkt zugestellt und er kann darauf reagieren. Ich kann ihn aber auch gleich über die Webseite anrufen oder eine Videokonferenz starten. Das heißt, hier ganz neue Möglichkeiten, wie ich den Kunden verbinden kann oder wie ich den Kunden erreichen kann und wie ich das Ganze in der Webseite an der richtigen Stelle dann entsprechend integrieren kann. Wie gesagt, ganz wichtig, das kann darstellen, dass ich hier einzelne Personen nenne. Das könnten aber wieder Teams sein, wie Support, wie Vertrieb etc. Mit ihr auch wieder mit dem Punkt, hey, ihr seid entsprechend erreichbar. Und ich denke mir, damit schaffen wir es tatsächlich dann, über alle Kanäle hinweg eine Lösung darzustellen, die es hilft, über Chat, über Telefonie entsprechend dann wirklich reinzugehen, zu sagen, bis hin in die Webkonferenz oder Videokonferenz reinzugehen, ohne dass der Kunde tatsächlich irgendeine Voraussetzung braucht und schaffe damit auf der einen Seite eine Erreichbarkeit innerhalb meines Unternehmens und schaffe das Zweite, das, was ich am Anfang nämlich gesagt habe, was ich vielleicht mit dem Hey-Joe-Prinzip nicht schaffe, nämlich dass die Calls und die Anfragen, die von außen oder auch von meinen Kollegen kommen, innerhalb des Teams auch entsprechend sinnvoll verteilt werden und dass immer der richtige Ansprechpartner auch ausgewählt wird. Wir werden in einem späteren Webcast dann auch noch zeigen, wie das Ganze zum Beispiel dann im Reporting aussieht. Aber letztendlich mal wirklich eine Möglichkeit hier aufzuzeigen, was man für Möglichkeiten überhaupt hat, Skype for Business auszubauen. So, dann kommt letztendlich wirklich nur noch der Punkt zu sagen, wie kann man das Ganze jetzt wieder umsetzen? Wer die All for One kennt, der weiß, dass wir hier wirklich auf allen Ebenen unterwegs sind. Das heißt wirklich zu sagen, wir bieten die Möglichkeit, es sozusagen on-premise mit Ihnen anzugehen, das Thema. Wir bieten Ihnen aber auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, nee, ich möchte es lieber aus einem Rechenzentrum der All for One zur Verfügung gestellt haben, dann haben wir die Möglichkeit hier Skype for Business, aber auch die Produkte von Luwer aus dem Rechenzentrum heraus anzubieten. Aber wir haben auch die Möglichkeit, Ihnen die Lösung aus der Public Cloud, das heißt aus Office 365 heraus, anzubieten und zu integrieren. Wie könnte der nächste Schritt aussehen? Ganz wichtig, immer wenn Sie Richtung Skype for Business Projekt denken, es sind ganz, ganz viele Fragen, an die man vielleicht im Vorfeld gar nicht gedacht hat. Wenn es darum geht, bin ich wirklich in der Lage, Skype for Business für mich einzuführen? Ich habe Ihnen mal für so einen Skype for Business Readiness Workshop die Agenda oder die Inhalte aufgeführt, was dort besprochen wird. Und Sie sehen, da kommen nicht nur Themen zum Tragen, die man so klassisch erwarten würde, sondern es kommen tatsächlich auch Informationen zu, wie sehen die Clients bei Ihnen vor Ort aus, wie sieht die Bandbreite in Ihrem Netzwerk aus, wie ist Ihr Netzwerk überhaupt strukturiert, wo sind die DNS-Server etc. Das heißt, man geht sehr tief in die Infrastruktur rein, schaut sich alles an, guckt bis hin zu den Endgeräten, die angeschlossen werden müssen, rein und entscheidet dann, wie die Lösung entsprechend aussehen muss, halte ich für einen der wichtigsten Schritte, weil nur so kann man tatsächlich sinnvoll Skype for Business auch einführen. Findet auch solche Dinge, die sehr häufig dann unter Umständen übersehen würden. Zum Beispiel, da gibt es ja noch einen Aufzug, in dem ein Telefon hängt und das muss als Nottelefon natürlich immer standardmäßig erreichbar sein oder frei sein. Oder es wird eine Türöffner oder eine Türfreisprecheinrichtung hier bedient über das klassische Telefonanlage. Auch das muss natürlich berücksichtigt werden. Oder in vielen Firmen ein Thema, es muss Recording möglich sein. Das heißt, auch Gespräche müssen im Nachhinein noch aufgezeichnet werden können. Beispielsweise, wenn es Gespräch gibt. Ich hatte einen Kunden, wo es darum ging, dass unter Umständen Drohanrufe reinkommen können und die dann entsprechend, dann, wenn man merkt, ups, das wird ein Drohanruf, auch nachträglich noch aufgezeichnet werden können, etc. Das heißt, in so einem Readiness-Workshop wird entsprechend beleuchtet, was an wichtigen bis hin in die Infrastruktur entsprechend geklärt werden sollte und
dann auch hilft, das Projekt sauber umzusetzen. Zweiter Schritt in meinen Augen ist dann immer ein Proof of Concept, das heißt hier wirklich reinzugehen und zu sagen, man testet auch das. Funktioniert das A technisch? Ist das so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle? Aber ganz wichtig an der Stelle nicht nur, funktioniert es technisch, sondern funktioniert es auch für meine Mitarbeiter, können die das Tool entsprechend einsetzen? Ja, und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir sagen, ja, es macht Sinn. Ich habe die Möglichkeiten gesehen, ich habe ein Proof of Concept gemacht und möchte nun ins Projekt gehen. An der Stelle danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, danke Ihnen für Ihre Zeit und freue mich, wenn Sie bei den nächsten Webcasts entsprechend wieder dabei sind.